Ihr glaubt ja gar nicht, wer heute hier ist. Könnt ihr bestimmt schon erkennen. Sig hat ja auch einen eigenen Kanal. Dreh dich mal um. Signature Bikes. Grüezi. Grüezi, hoi. Moin. Grüezi aus der Schweiz. Sig ist hier. Moin zusammen. Und Sig ist auch hier. Er möchte ja gerne mal hier in meine Katakomben ein bisschen gucken. Sich, ne? Mhm. Ich finde es sehr interessant. Ich habe die große Ehre, dass ich das darf. Ja, ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ja, ich bin ja auch, vielleicht komme ich dich ja auch mal besuchen, dann können wir auch mal so eine Ruhmtour machen. Auf jeden Fall ist es ja so, ich habe ja schon mal eine Ruhmtour gemacht. Und da haben sich doch in den Kommentaren viele Leute beschwert, oh, das war viel zu wenig, mach doch mal hier diese Schublade auf und wir haben da gar nicht alles gesehen. Und das werden wir jetzt nochmal mit Sig nachholen. Also ausführlich versuchen wir das jetzt besonders gut hinzukriegen. Sig, sei gespannt. Ja, wir fangen an mit Halle 1. Also, los geht's. Ja. Ja, Sig, hier ist die Halle 1. Also, hast du eine Hube gefunden? Ja, per Zufall. Ja, ich meine, man sieht schon, das ist ja brutal. Ja. Also, wie läuft das mit den Schubladen? Also, das ist ja Wahnsinn, du. Wunderschön. Ja, du magst auch altes Werkzeug, hä? Ja. Also, besonders, also so richtig schönes altes Werkzeug. Ja. Finde ich, mache ich am liebsten anfassen, so. Ja. Ne? Ist so. Und die, oh ja, Zangen, alte Zangen. Ja, hier meine ganzen Locheisen. Ja. Guck mal, hier so ein schönes altes Locheisen noch. Ne? Ja, traumhaft. Ja, braucht man zum Dichtungsschneiden. Ja. Ja, ohne geht's nicht. Ja, ja, und hier, was ist die Idee von einer solchen Schublade? Oder dass du dich reut, in meine Schublade reingucken? Ja, so. Dich reut, um das Zeugs wegzuladen. Ja, das sind meine Schrottschrauben. Schrottschrauben. Die schmeiße ich immer da rein, aber manchmal braucht man die eine oder andere. Gewinde und weiß ich was. Ja, und ich kann immer nichts wegschmeißen. Mhm. Wenn ich jetzt manchmal ein Gewinde brauche oder nur ein Stück zum Anlöten, dann suche ich mir da was raus. Dann brauche ich keine neuen Schrauben. Nehmen. Okay. Ja, ich mache mir hier die Schublade auf. Also, hier sind Abzieher. Die Abzieher drin. Hier ist ein, wie nennt sich das noch? Graviergerät für Ketten, das kennst du ja auch. Ja, natürlich. Ja. Arbeitest du damit Renault. Mit sowas? Nee, wir haben andere, neuere, aber das sind natürlich die ich ersten. Ich finde, die funktionieren gar nicht so gut. Nein, die sind nicht so der Wahnsinn, sind besser. Ich mache das immer, dass ich die abschleife, die Nieten, und dann haue ich das mit dem Durchschlag einfach durch. Oldschool. Oldschool, ja. 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 Gut, ja. Weißt du, was das ist hier? Irgendein. Das sind Lochschneider, die sind aus dem sanitären Bereich. Oh. Da presst du zum Beispiel, wenn du jetzt in eine Spüle, Edelstahlspüle, ein Loch haben willst für den Wasserhahn, dann presst du dann dieses, ist hier die Schneide. Genau. Okay, kann man Löcher mitschneiden, aber nur für dünnes Blech. Da bist du aus dem sanitären Bereich, Gaswasserscheiße. Ja, Gaswasserscheiße. Drehbank, natürlich ganz, ganz spannend. Ja, uraltes Ding, die ist von 1953. Ja. Eine Mäuse. Ja, die Drehbahn kann ich dir mal vorführen. Ja, das da habe ich ja was Besonderes gebaut. Und zwar ist hier so ein Herzfrequenzmess-Dings drauf. Dingsbums, Dingsbums. Ich mache mal hier Licht an. Und hier habe ich so ein Podi. Natürlich das so nostalgisch gebaut. Ja. Das habe ich alles selber gebaut. So, das ist der Hammer. Jede Geschwindigkeit. Ja. Das sind jetzt auch, kommt etwa hin, 800, oder ist das nicht von dem? Nee, das ist nicht davon. Ah, ja. Aber die ist schneller, die kann so 1500 drehen. Ja. Und ich kann ja hier noch die Gänge übersetzen. Schön. Das ist jetzt der längste Gang? Ja. Nee, noch nicht. Die können noch schneller laufen. Aber das ist natürlich mega geil, ja. Ja, das finde ich klasse. Perfekt. Ja. Was es hier auch gibt, ist toll, das Buch hier. Zweitakt-Tuning. Ja, genau. Kennst du das? Das kenne ich, ja. Ach, das kennst du, ne? Ja, natürlich. Ja, wenn du das gelesen hast und wenn man weiß, man ein bisschen mehr, finde ich. Ja, genau. Stehen gute Sachen drin. Mhm. Aha. Ne. Ja, da gibt's. Ja, für Viertaktmotoren gibt es sowas ja auch. Ja. So Tuning-Sachen. Ja, ab und klar. zu mal guckt man da rein, man lässt sich einfach auch inspirieren. Ja, plötzlich packt es dich, auch oder? Was toll ist hier, das ist klasse hier. Guck dir das mal an. Glycerin.
Jetzt nur nicht fallen lassen. Ne? Bloß nicht, du. Aber guck dir das Buch mal an hier. Du. Wow, oh, das ist ja, ja pure, was, das Schmiedekunst. Ist die Schmiedekunst, ja. Wow, ja, das ist ja geil. Ich mach das mal auf, das ist toll. Das habe ich auch hier von einem aus dem Dorf bekommen. Weil der ja auch gesehen hat, Mensch, ich bin ja auch so ein bisschen schmiedemäßig unterwegs, ja, ja, und baue auch so, so alte Zäune Skulpturen und Skulpturen und dies und so. Ne? Und da hat er mir das geschenkt und so. Ne? Wenn man das mal guckt. Oh nein! Das sind auch so, oh, so geil. Inspiriert ja auch sowas, ne? Wenn man das mal so sieht, wie die früher. Ja, Hammer. 1000 Meter, weil sie so eine Schmiedezäune gebaut haben. Ne? Mhm. Alles Mögliche, ne? Wow, ich meine, das ist eine ganz hohe Kunst. Das ist ja alles, ja, handgeschmiedet. Übel, ne? Übel, ja, gedreht. Fenstergitter. Ja. Boah, das ist ja richtig geil, hä? Ja, und hier sind auch noch so andere Sachen. Treppenaufgänge. Ja. Aha. Und dann beschrieben, wie das funktioniert. Ja, mein toll, Gott, ne? Hey, weißt du? Ja. Das macht heute kein Mensch mehr. Nein, so stell dir vor. Ja. Richtig schön. Mhm. Oder vor den ja. Guck dir das die an. Betty, ja, die Tore. Ja, ja, richtig aufwendig. Irre, ne? Ja. Ja. Hier, diese Standbohrmaschine ist auch für mich was Besonderes, weil, ja, sie nämlich eine Variomatic-Bohrmaschine ist. Oh, das ist ganz, ganz man, geil. Wenn man die anmacht. Guck mal, jetzt dreht sich das langsam. Hier ist ein Hebel. Hebel, ja. Guck mal, ja, schneller. Und langsamer, ja. Das, ja, ist wie bei dem DAF-Variomatic. Kennst, ja, du das Auto? Ja, genau. Der fährt genauso schnell rückwärts wie vorwärts. Ja, oh, ist das so? Ja, und es gibt doch ein DAF-Rückwärtsrennen. Okay. Nein. Das machen die in Holland immer. Ja. Aber das gibt es jetzt schon nicht mehr, weil die Autos ja schon ausgestorben, ja, sind. Ja, aber, ja, da gab es, in Holland sind die so nicht ganz dicht da, die sind ein bisschen verrückt. Da gab es diese DAF-Variomatic, die haben sich, ja, rückwärts an den Start gestellt und sind die ganze Zeit rückwärts gefahren. Nee, so. Nee, ja, rückwärtsrennen. Und Wohnwagenrennen gab es auch. Ja. Autos mit Wohnwagen hinten, ja, dran. So geil. Ja. Und die Wohnwagen, ja, die haben sich hinten immer aufgelöst in den Kurven. Ja. Die flogen so durch die. Nachher war nur noch das Gestell nur noch, ja, dran. Ja, natürlich. Einfach weiter. Total lustig. Ja. Ja. So, hier geht's weiter. Wow, du, oh, das ist auch ein schöner Schrank. He? Guck mal hier, die ganzen Bohrer auch, ne? Ja, Reibahlen. Hm, Reibahlen. Ja. Ja, hier ist die Vergaserabteilung. Mhm. Alles Vergaser. Hier ist, glaube ich, auch noch Vergaser. Aber, ja, so Fragmente. Alles, alles. Ja. Ja. Eben die Frage, ja, aber zum Teil bist du plötzlich froh oder um sowas. Ja, ja. Absolut. Mhm. Der ist schön, der Vergaser hier. Da weiß ich gar nicht, wofür, oh, der war. Und leider ist der hier kaputt. Guck mal, siehst du das? Oh ja. Das ist ein Loch, also, ja. Ja, das ist irgendwie abgeschliffen oder was weiß ich. Zenit-Vergaser. Zenit, ja. Guck mal, das saugt, ja, an. Ja. Niedlich, ne? Das ist so fast schon so Solex-mäßig, oder? Ja. Weißt du auch nicht, wofür der ist, ne? Ja, Zenit. Aber toll, ne? Aber der hat noch eine Schwimmerkammer, oder? Ja, hat Solex der. Hat der ohne, mhm, Schwimmer. Stimmt. Und mit dem lustigen Ansaug, he? Ja. So. Das von kann unten natürlich auch irgendwie von so einer Kettensäge oder. Irgend sowas kann, ja, das kann, auch sein, oder? Kann sein. Ein schönes Ausstellungsstück eigentlich. Ja, natürlich, ja. Dürfte hier gar nicht in der Schublade liegen. Hier sind ganz viele Schalter, oh, drin. Ja. Oh, Schalter, scheinbar schön. Mhm. Oh, so schöne Schalter, guck mal hier. Du. Ja. Großes, ein Riesending. Ja, könnte ich mir vorstellen vom Traktor. Ja, irgend sowas. Und der mit so einer Kontrolllampe hier oben drin. Ja, ja. Ja, ich habe auch so Schubladen, die nur. Weißt du, was das ist hier? Sind. Das ist für die Sandbahnrennen, die Sandbahnrennmaschinen. Ja. Die haben doch immer so ein Band um, ja, ja, ums Ding. Notschalter. Wird das hier eingeklemmt? Notschalter, ja, ist das. Und wenn, ja, du, von, wenn du vom Motorrad abfällst, ja, dann geht das Motorrad auch gleichzeitig aus. Ah, ja, ja, genau. Das ist ein Notschalter. Das habe ich vorher noch gesehen da. Das ist ein Hobel. Ich wollte das mal. Verrückt, ne? Ist so geil, oder? Mhm. Ich habe das nur, weil ich auch noch nie benutzt und so. Ja, ja, ich finde es einfach fantastisch, wie, ja, ja, das so aussieht, ne? Mhm. Mit diesen ganzen Schrauben, mhm, und voll. Verrückt, doch. Ja, das ist, mhm, das passt zu dir, ja? Ja. Punk. Steht hier alles. Funktionspunk. Mhm. Ja, herrlich, du. Oh, du, schau wieder. Ja, Schrauben. Hier auch Schrauben, Schrauben, Schrauben. Oh. Da sind die Hutmodelle. Jetzt hast du sie gefunden. Ja, aber du hast.
Was? Sind das alle? Nee, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Die sind wo sind die denn versteckt? Ich habe noch eine Schublade in Halle 2. In Halle 2? Und dann, ich kann dir noch mal eine Schublade. Aber die zeigst du mir. Ich zeig dir noch mal eine schöne Schublade. Also zeig mal her. Oh. Da sind auch Hutmodern drin. Ja, ja, ja. Mhm. Du stehst auch auf Inox, hä? Ja. Ja, nicht nur. Also Messing finde ich auch schön. Messing, klar, ja, natürlich. Ja. Und dann gibt es die eckigen, das sind die sportlichen Hutmodern. Oh. Und diese. Die schnellen. Und das sind die nostalgischen Hutmodern. Ja, ja, ja. Jetzt bitte nicht hier Rudi anrufen, den gibt's nicht mehr. Ja, genau. Ah, ja, herrlich. Ja, alles schöne Schrauben, ne? Und das ist das. Nein, du hast noch ein größeres Sortiment, das möchte ich noch sehen. Willst du noch sehen? Ja, ja, das ja. Das große Sortiment. Das große. Hier Elektrik. Ah, oh Mann, ey, schau, überall Kickstarter. Guck hier, Elektrik. Ja, das ist nicht so, da mag ich nicht so. Nee. Magst du das? Elektrisch? Ich mach alles. Ich muss ja, und so. Das führt ja keinen Weg dran vorbei. Es ist so, dass ich das nicht so als mein Hauptthema ansehe, aber man muss es ja auch können und wenn man was bauen will, muss man da irgendwie durch. Aber oft sagst du ja dann mal, Jörg, mach mal. Ja, Jörg, der kann. Kenn ich natürlich nicht, aber. Mit dem Jörg will ich auch die Elektrik machen. Hier ist mein Schweißgerät, die ganzen Düsen und so für den. Alles Mögliche, eine Batterien und blablabla. Ja, Verbrauchsmaterial, oder? Ja, mal gucken, was hier noch ist. Aha. Oh, schön, Rändelschrauben, look. Ja. Das sind noch vernickelte, ja? Ja, vernickelte. Alles so spezial, was man ja voll. Oh ja, Sicherungs. Schlossschrauben. Hat sich alles und wenn du eine Schlossschraube suchst, weißt du, Halle 1, grüne Schublade, Eingang links. Ja, und ich weiß aber auch noch, wo noch mehr Schlossschrauben sind. Die sind nämlich auch in Halle 2, das ist so verstreut. Okay. Da brauche ich auch nicht von Halle 1 in Halle 2 gehen. Genau. Das ist überall so ein bisschen. Überall ein bisschen. Ja. Ja, und dann kam das und dann nochmals was. Und das haben wir hier noch? Weißt du was, ich schenke dir noch Reisen zur Erinnerung. Ja, was hat der China-Krümpel da? Hm? Ich habe so viel Locheisen. 18 mm. Ja, kannst du mal ein Loch machen. Danke. Bitte. Peru. Alte schön, auch noch unbenutzt. Richtig schön, ne? Und die mit dem großen 18 mal 1,5. 18er Gewinde, ja. Habe ich ja gesehen. Und ich habe ja natürlich ein Humber dabei. Ein altes Motorrad, der hat eben auch noch diese M18 mal 1,5. Ach, der hat das auch noch? Ja, und die gibt es meiner Meinung nach nicht mehr. Und ich habe wirklich noch original verpackte Mondia-Kerzen. Und wenn du jetzt da gerade so geschwärmt hast von den Kerzen, möchte ich dir da auch so eine schenken. Ist natürlich nein. Eine neue, auch eine zweiteilige mit dem schönen Messing. Rädchen. Und zum Auseinandernehmen. Genau, zweiteilig. Oh. Und unten mit zwei Ioden. Nicht nur eine, sondern doppelt. Richtig Wahnsinn. Schön, oder? Unglaublich, du. Also jetzt fange ich, glaube ich, an, Zündkerzen zu sammeln. Entschuldige. Ja, weil ich die hier schon hingelegt habe. Ja. Du. Aber da schau, in der ganzen. Ja, aber die Schachtel muss ja auch wieder unbedingt. Da. Ja. Ich glaube, ich mache so eine Vitrine, wo die Zündkerzen sind. Ja, wunderschön, oder? Danke. Mondia. Wo kommen die her? Gut, das weiß ich nicht mal. In Deutschland wahrscheinlich. Die waren doch sehr stark. Ja, Zündkerze ist ja deutsch. Ja, absolut. Sonst würde ja Sparkplug da draufstehen. Ja. Oder sowas. Oder etwas, das man nicht lesen kann. Ja, mal wieder einpacken, wa? Mhm. Oh, toll. Danke dir. Ja, bitte, bitte. Ich habe aber auch noch was für dich. Oh. Ja. Ich wusste ja, dass er kommt und dann habe ich gedacht, Mensch, wenn er schon von so weit angereist ist. Kriegt er einen Liter Benzin, 104er Schnellbenzin? Nö, besser. Komm, dann gehen wir mal in Halle 2. Ja, sonst kommen wir ja nirgends mehr. Nö. Sieg, dann kommen wir hier rein, das ist Halle 2. Ja, aber ist auch alles für die Kleineren gebaut. He? Gut, du musst ja auch schon. Ja, da, die Menschen waren früher kleiner. Das Haus ist von 1912. Ja. Und da waren die klein. Und ich habe mir hier so einen Prallschutz gebaut, weil ich manchmal denke ich nicht da dran. Ja. Guck mal, dann laufe ich hier so gegen und dann tut das nicht weh. Ja. Ne? Schlau. Ja. Aha, nein. Das ist auch ein Nagel gewesen. Zum,
Mal, he? Da wolltest du mal was bauen damit. Wahrscheinlich, ja. Hey, 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 ja. Elektroden. Schweißerei, genau. Ja. Super. Toll. Und hier lötest du viel, so wie es aussieht, he? Ja. Ja, hier mein spezielles Silberlot. Ja, oh ja. Das ist ja das. Ja, das geht toll. Ah, das da? Das ist auch Silberlot? Ja. Das gibt es ja in verschiedenen Dicken und so. Für ganz feine, kleine Sachen, dann nimmt man immer gerne das. Ja. Und das ist das dicke, normale hier. Ja, genau. Der Flussmittel. Jo. Hast du löten ist schön. Schöne Fettpresse, hast du die schon mal gesehen? Die süß HZ, das ist ein neues Ding. Guck mal, ja. So eine. Guck mal. Süß, ne? Ja, das ist wirklich süß. Ja. Ah, toll, toll. Eieiei, du. Ja, aber es sieht, im ersten Blick sieht immer alles so durcheinander aus, aber für mich ist das meine Ordnung. Ja, ja, absolut. Ich finde das auch gut so. In der Halle 1 waren ja die Tacho und die ganzen Sachen auch etwa auf der Höhe, oder? Ja, das, und die passen da nicht mehr hin, ja, deswegen fängt das hier an. Das ist wie ein Krebsgeschwür. Es breitet sich immer mehr aus. Ja, du hast ja noch einmal, da oben hast du auch noch ein. Ja, da oben ist auch noch ein Lager. Kannst du auch gleich noch mal rein. Komm, wir gucken noch mal in die Schubladen rein. Ja. Ah, hier, Glühbirnen. Oh. Mhm. Auch alles. Ja, gut. Zündkerzenstecker. Oh, die sind da lustig, hä? Ja. Das ist aber nichts Besonderes. Du hast da noch viel Platz. Ja. Nummernschildbeleuchtung. Mhm. Auto, ne? Ja. Auto? Ja, glaub schon. Lampenfassung. Mhm. Glühbirnen. Ja, ohne Ende. Ja. Glühbirnen. Ja, das wirklich. Hab ich das gesucht. So, was? Das habe ich gesucht und nicht gefunden. Die Fassung. Lampenfassung. Ja, für zwei Fadenbirne. Bremslicht und nochmal Rücklicht. Aber vor 5 Minuten hast du doch gesagt, ich finde das alles, wenn ich. Ja, das ist neu reingekommen. Ah, oh, das ist neu reingekommen. Das habe ich mir bei eBay bestellt und habe ich das irgendwo hingelegt. Und okay. Ja, komm, das kann mal passieren. Ja, ist kein Thema. Ja, guck, du musst da wieder reintun? Ja, dann weiß ich das jetzt. Jetzt weiß ich das. Ja, okay. Jetzt weiß ich das. Oh ja, Schütze. Oh! Hutmodern. Sind das die du gemeint hast? Nein. Was ist das noch? Die hat mir ein Fan geschickt. Ach schon? Und hat mit einem Kommentar geschrieben, Andi, damit der Hutmutterstreit endlich mal aufhört zwischen Jörg und mir. Ja, genau. Schicke ich dir jetzt ein paar Hutmutter. Sehr gut. Ja. Die Kleinen sind ja süß da. He? Toll, ne? M4 oder was? Ja. Mhm. Aha, das ist immer noch nicht dein Lager. Das ist Geheimfach da unten. Ah, Entschuldigung. Ja. Ja, habe ich nicht gewusst. Gut, gehen wir weiter. So, hier mein schöner Ofen, das will ich im Winter, wenn es kalt ist, dann muss ich das hier ein bisschen warm haben. Ja. Und dann habe ich mir aus einer alten Gasflasche, ist das, den Behälter gebaut. Hier kommt Holz rein. Ja. Ist total geil. Und wenn er denn an ist, dann fängt sich das an zu drehen. Dreht das. Ja. Aber dann schraubst du meistens hier in dem Raum. Dass du nur hier. Nein, drüben der Raum wird auch heiß, weil ich. Ach das so, Wärme, ich sehe das jetzt. Alles klar. Der ist mit Wasser gefüllt, der hat hier Wärmetauscher dran und dann geht es hier über die Leitung drüben in die andere Werkstatt und da habe ich einen Heizkörper und da wird das dann auch warm. Das ist auch so schön, hey, all die Dinge. Ja, das habe ich mal gerettet. Das sollte alles mal auf dem Schrott landen. Das ist so eine Firma gewesen früher, die haben so Stempel und Medaillen gebaut und diese Sachen, zum Prägen. Das ist alles Handarbeit, wenn man das mal sieht. Das haben das ist Handarbeit, das wurde gestichelt. Oh mein Gott. So wie ein kleiner Bildhauer. Was, wirklich? Das wird nicht geprägt oder gepresst, sondern das sind ja Matrizen, um jetzt meinetwegen aus Messing so eine Medaille zu prägen. Wow. Ja, richtig schön. Ja, und ich fand das total schade. Sowas kann man ja nicht wegschmeißen. Absolut. Das ist Geschichte, oder? Ja. Guck mal, hier so eine Medaille für... was war das noch? Bundesjugendspiele. Mhm. Da haben sie so eine große Medaille mitgeprägt. Oh, da können sie jetzt auch einen Zinnguss machen, oder? Ja, kann man. Ja, das ist zum Beispiel. Das ist ein fertiges, oder? Das ist das, was sie da drauf. Ach, stimmt, das ist genau das. Ja. Kommt da rein. Und dann wurde das bam in so eine Presse getan und dann haben sie das so geprägt. Das ist praktisch das. Positiv und das Negativ, oder? Ja. So, jetzt ganz eine schöne Ecke, ja.
Ne? Schöner ja. Ofen, ne? Ja, ja, absolut. Ja, Sig, und da oben ist ja auch noch ein Lager. Habe ich schon fast gedacht. Dachboden. Ja, das sind so Sachen, die ich nicht oft brauche, aber wenn ich mal was brauche, dann suche ich mir was raus. Da müssen wir hochgucken. Wenn man, ich weiß nicht, die Leiter da, ich bin 100 Kilogramm schwer. Habe ich aber geflickt hier im Winkel. Ich sehe es schon, ja. Das ist richtig. Das geht. Geh mal hoch. Richtig stabil. Krieg keinen Schreck. Komm was. Boah, Lenker ohne Ende, hä? Wow. Ja, das ist wäre denn hier Halle 3. Habe ich, hab ich damals nochmal angebaut, ein bisschen erweitert. Nee, nee. Das ist auch ein geiles Teil, hä? Das ist eine BSA M21, ein 600er. Ja. Mit Starrrahmen. Ja. Aber das ist ein älteres Projekt. Ja, alles, ja, die ist schon. Nein, so alt ist sie noch gar nicht, bloß sie ist so gealtert. Ja, ja, ist halt so. Ja. Aber auch die geile halt, mit dem Löder sieht einfach geil aus. Mhm. Aluminiumschutzblech. He? Ja, genau. Und auch schön mit diesen Messing-Sachen. Guck mal, habe ich jetzt auch so total eingefasst. Ja, die Sitzbank so eingefasst. Ja. Mit den Flügelmodern finde ich auch immer gut. Ja. Flügelmodern finde ich auch schön. Ja. Toll. Hier sind die ganzen Teile, die ich jetzt noch von der Fahrmaschine. Wow, ja, das ist. Ja. Oh, ich liebe solche Dinge. He. Ja. Die belastest du so oder vernickelst oder was passiert? Nee, das wird jetzt, ich muss das hier noch löten. Noch fertig, ja. Dies und das löten noch und dann wird das einfach blank geschliffen. Ja. Und ich mache das auch immer mit dem Messinglot und dann mit der Messingbürste bürste ich das ja so gold. Und dann bekommt es diesen speziellen Look. Ja, und das muss ja alles noch verlötet werden. Das ist für die Fahrmaschine, das vordere Schutzblech. Ah, dann heizt du das einfach auf und gibst ein bisschen Lot drauf. Und, Mhm. Oh, hier habe ich auch was Tolles, den Moskito. Ja, genau, mit Rollenantrieb. Die kennst du? Ja, natürlich. Oh, aber das ist schon ein recht neues Ding. Der ist ziemlich neu, ja. Und das soll auch mal ein Projekt werden. Ich weiß gar nicht, ich muss irgendwie einen alten Fahrradrahmen haben oder irgendwas Schönes. Tandem würde ich empfehlen. Was denn? Tandem. Tandem? Tandem-Fahrrad. Ja, einfach nur ein Fahrrad, ist ja nicht so. Ja, irgendwas Altes, Schönes finden oder so, mal gucken. Ja. Aber da will ich. Das sind ja 38 Kubik gibt's und der 48. Hat 49. Ja, oder 49, ja. Gibt aber auch noch die kleineren. Ja. Wo kann man das irgendwo erkennen, wie viel Kubik der hat? Ja, die neuen kenne ich nicht vom Typ her. A3. Das wird da wahrscheinlich die Bezeichnung sein. Ja. Ja, aber der, von dem ich die hatte, sagt, der hat 50 Kubik. Ja, gut. Oder 49 oder irgendwie sowas. Ja, und hier ist auch so mein Außenbereich. Hier habe ich meine ganzen Flexen, die Flexi schleife ich, weil drinnen in der Werkstatt will ich nicht schleifen. Die Löbrille. Eine schöne Sonnenbrille, du. Setz mal auf. Die musst du richtig einhängen. Ja. Ui. Ist gut, ne? Aber hält, hä? Ja. Eine Schweißbrille. Nee, aber hier schleife ich, flexe ich und schweiße ich, weil drinnen will ich das ja nicht machen. Ja. Da habe ich noch eine Poliermaschine. Ja. Hier auch zum Vorpolieren noch die Maschine. Noch eine Feder. Hat auch mal einer selber gebaut. Ja, voll, ne? Ja. Ja. Ganz klasse gemacht, du. Ein bisschen, hat ein bisschen Sachti da. Ja. Ja. Ja, geil, du. Mhm. Das ist halt schön, he? Draußen, aber doch überdacht. Ja. Ja, das hast du ja gut eingerichtet, du. Hier ist ja wunderschön, das Edelschrottparadies. Edelschrott, fast schon. Sehr gut, ja. Ja. Kugeln. Und das ist ja immer etwas Schönes. Ich stelle die mal hier hin, weil ich habe die natürlich nochmals. Eine Kugelsammlung habe ich. Ja. Verschiedene Größen. Können wir dann später noch gebrauchen vielleicht. Ja. Aha. Quickly Tank. Und schau mal, ich habe die natürlich vom Mofa-Kult noch ein paar, das ist jede einzeln eingepackt. Ich suche da mal ein bisschen eine große raus. 66 Heroes. Das sind Bullet-Muttern. Die kriegst du da im Mofa-Kult-Shop. Chromstahl poliert. Nein. Die sind die nicht schön. Oh. Ist das ein Feingewinde? Ja, M10 mal. Das ist nice. Normal. M12 ist das. Oh, die sind ja wirklich schön, du. M12 mal 1. Was? Ja. Für mich? Die sind für dich.
Weil ja, was bringst du an, die fehlt man mit, wenn er dich einlädt, Hutmuttern. Da bist du ja selber schuld, dass du immer nur so einen Quatsch kriegst, oder? Ja, weil ich immer nach Hutmuttern schreie. Oh, so. Die sind aber toll, du. Die sind schön, oder? Wahnsinn. Bisschen spitz. Die müssen ja ein Tresor, die sind ja sowas von wertvoll. M8 auch noch, ne? Die? Ja, genau. Ich habe die ja selber gebaut, solche Muttern. Die sind aber schön, hä? Aber die passen ja zu dem Design dazu. Ja, komplett. Klasse. Herrlich. Die kommen an die Fahrmaschine. Wirklich, hä? Bist du ein guter Baui? Danke dir. Guter Baui. Geil, du. Ja. Nicht gut. Also eine große Freude, wirklich. Schön. Hutmuttersammlung. Ist halt ein bisschen anderes Design, ja. Aber mir gefallen die halt auch sehr, sehr gut. Aber ist alles fein gewesen. Ich baue jetzt gerade einen Nickel-Gold-Popper. Da ist alles völlig übertrieben und da habe ich auch alles von diesen Muttern. Ja. Und die sind aber echt vergoldet. Also, wow. Also es ist natürlich ziemlich schön. Das habe ich gesehen auch im Video. Ja. Die alle goldig. Ja, genau. Meine Güte. Und halt, mir gefällt die Optik sehr gut. Ja. Man kann es auch übertreiben. Ja. Zu viel ist manchmal zu viel. Ja, so. Ja, richtig. Ja. Aber eben so eine Kombination alt und neu. Klasse. Und hier auch. He. Alter Quickly-Tank, ja. Oh, ist nicht mehr gut. Mm. Ach, die kriegt man immer wieder hin. Ja, ja, das machen wir auch. Ja. Tankversiegelungen. Ja. Macht ihr das? Habt ihr eine Maschine? Ja, ja, haben wir uns gebaut. Auch die sich so dreht? Ja, genau. Ah, dann kann ich das ja zu euch schicken, ja. Die ganzen Tanks. Absolut. Aha. Auf jeden Fall. Gute Adresse. Freue ich mich. Wenn du mal bei uns besuchen kommst, nimmst du einfach ein paar mit. Oh, ich muss euch mal besuchen, würde ich toll finden. Eine das wäre das wär schön, wär das ja. Wäre es ja mal wert. Ja. Das ist ein Prototyp, das haben wir mal gebaut für ein Dieselmotorrad von der Firma Neander. Neander? Ja, und die haben einen Dieselmotor gebaut. Ui! Boah, das ist ja ein Lacker am Arsch. Und wir mussten das mal so bauen, dass man so einen Rahmen so testen konnte, dass man alles dran verstellen kann. Ah, nee, oder? Ja. Oh, wild. Ganz wild, du. Oh mein Gott. Nein, die Gabel. Das ist ja massiv, oder? Das ist gut, das ist gut. Oh. Und das ist ein Yamaha FJ1200 Motor. So über 100 PS das Ding. Haben alles selber zusammengebracht. Wow, du. Das ist ja ein Monster, oder? Bist du gefahren mit dem Ding? Ja. Das läuft? Die läuft richtig gut. Also jetzt nicht mehr, die hat lange gestanden, aber wir wollen die mal wieder zum Leben erwecken. Bequem, hä? Ja, findest du nicht? Aha. Ist richtig gut. Lack, du. Und dann die Doppelgabel haben wir ausprobiert. Oh. Ja, ja. Na ja, ist der Modell. Das hält schon. Das ist ja eine Lenkstange, nicht eine Haltestange. Nee, genau. Ja. Und dann mit dem schönen Treckersitz wieder hier. Ja, das ist ganz geil. Ja, kann man auch Höhen verstellen. Ah, voll, oder? Ja, kannst du höher runter machen. Wow, aber das sind ein paar Stunden da reingeflossen. Und die Fußrasten kannst du verstellen. Ja, ja, genau. Alles. Leck du mir. Mhm. Du bist ein wilder Typ, du. Und das machst du viel alleine, so Zeugs? Ja. Nö, das habe ich mit einem Freund. Also manchmal mache ich noch viel alleine, aber das, wenn es um so ein Projekt geht, mehr gerne mit mehreren Leuten. Ja, eben, ja. Das ist vom Unfall gewesen hier. Seitdem steht die denn. Okay. Das muss man nun mal wieder gerade biegen. Ja, das Ding da. Aber hier kann man die ganzen Fußrasten hoch und runter voll, und verschieben. Heftig, da hoch und runter, alle Richtungen. Das mussten wir so bauen. Ja. Das war unsere Vorgabe damals. Und dann haben sie das ja getestet und getestet. Also im Auftrag? Ja, ja. Und dann haben wir das ja getestet und getestet und jeder durfte fahren. Und dann haben wir irgendwann entschieden, so, das ist jetzt die beste Position. Eigenstellung. Ja. Und dann haben sie das genau alle Maße abgenommen und dann haben sie den echten Rahmen für das Motorrad. Das ist spannend, gebaut. Hä? Mhm. Das ist die geilste Zeugs, ja. Ja, aber von diesen Neander-Motorrädern, da gab es nur 4 oder 5 Stück von und dann wurde das eingestellt. Okay, kam er nicht gut an, oder? Nee, gar nicht. Allein der Sound von dem Motor, das war ganz schrecklich. Ah ja. So ein Dieselmotor, das hört sich an wie so ein... Aha, oh.
Also da, Traktor. Ich glaube, da sind viele schon von zurückgetreten, nur wenn sie den Sound gehört haben. Ne? Ein Dieselmotor. Das knackt wie Sau. Ja. Das läuft wie so ein Hatz-Diesel, weißt du? Klopf, 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 klopf. Oh mein Gott. Ja, ist nicht schön. Aber der Motor hatte wirklich, also wahnsinniges Drehmoment, ganz starker Motor, also unglaublich. Oh! Noch mehr! Ich weiß es, Alter, hier. Noch mehr Kugeln! Die sind ganzen Eimer sind voll mit Kugeln. Oder? Los! Ja, okay. Das, gut. Das Verrückte daran ist, dass es keine wirklichen Kugeln sind. Ah ja, voll! Die sind so einfach so asymmetrisch. Sind die hohl? Das nein, sind, nein, voll. Sind voll. Ja, aber das sind doch Kugellagerkugeln, die halt hinüber sind, nicht? Kann das nicht? Ich glaube, das wäre übel. Das sind, ich weiß das nicht, ich habe die so gekriegt. Und die sind alle nicht rund. Aha, okay. Voll, ja? Mhm. Ja, hier so der Garten. Ja, Andi. Schönes Vogelhaus habe ich gebaut. Oh, schau. Bärli, Bärli. Mhm. Ja. Damit die Vögel sich schön wohlfühlen. Ja. Da können die wohnen hier drin, aber gehen da rein und da lang und so. Die finden das abenteuerlich. Die benutzen das? Ja. Das meinst du nur, dass sie das abenteuerlich finden wahrscheinlich? Ja, das empfinde ich so, weil ich würde es abenteuerlich finden. Ja. Hier ist die Futterklappe, da kommt ein Trichter rein, dann kann ich das Futter hier mal reinkippen und dann mache ich das zu. Ah, und dann weil ist sonst es kann ich das ja nicht dahin streuen. Ja, alles klar. Ja. Ist aber ganz geil, ja. Alles auch Schrott gebaut. Und hier war das auch mit Overtro, gell? Das ist das mit Overtro. Das habe ich im Video gesehen, ja. Mhm. Ja. Das schöne Häuschen. Mhm. Alles selber ausgeschnitten, zusammengebraten. Ja, alles mit dem Plasmaschneider. Ja. Oh, da ist Heine. Heine, mach mal Rolle. Mach mal Rolle, 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 Heine. Ja. Noch mal Rolle, Heine. Nein, Heine, mach mal Rolle. Ja, braver Hund. Ja, braver Hund. Habe ich gut dressiert, den Hund. Traumhaft. Ja, Sig, jetzt krieg ich keinen Herzinfarkt. Oh je. Das ist Kozlowski. Dein Ernst, hä? Der Kozlowski. Den gibt's ja wirklich wie dich selber. Ja. Den gibt's ja in echt, du. Den gibt's wow. In echt. Wow. Komm rein. Gut, das braucht jetzt ein bisschen Zeit, hä? Oh, das, hier. Das braucht Zeit. Aber da die Funktionspunker vom Funktionspunk-Kanal ja die Kozlowski-Halle schon kennen, brechen wir hier an dieser Stelle ab. Der Kameramann kann ja noch einmal so einen kleinen Rundgang machen und wir sagen vom Funktionspunk-Kanal alles Gute, viel Gesundheit im weiteren Leben. Macht's gut, euer Funktionspunker Herr Feldmann. Tschüss.